Was unseren arrivierten Radprofis die Österreich-Rundfahrt, ist den Nachwuchs die Oststeiermark-Jugendtour. Die organisatorischen Ansprüche sind bei den 15- bis 16-jährigen Burschen aber gleich hoch wie bei den Elitefahrern. Sicherheit wird groß geschrieben. Ein Blick auf den Begleitkonvoi vor dem Start zur zweiten Etappe von Pöllau nach Anger. Für 130 Rennfahrer sorgen etwa 25 Motorräder der Polizei sowie Sportkommissäre und ein eigener Sicherheitsdienst für einen reibungslosen Ablauf. Dazu kommen der Pressedienst, die Voraus- und Schlussfahrzeuge, die Rennleitung, der Rettungsdienst und dann sind bei 22 Mannschaften noch jede Menge eigentliche Betreuerautos unterwegs. Um diesen Fahrer im grünen Trikot dreht sich heute alles. Das ist der aktuelle Spitzenreiter, der knapp 16-jährige Marco Brenner aus Augsburg, Mitglied einer bisher überzeugenden deutschen Nationalmannschaft. Rein der deutschen Nationalmannschaft fährt der derzeit Gesamtführende. Daher die Frage an Josef Schüller, wie soll denn das Konzept ausschauen? Die derzeitige Führung von Marco ist relativ bequem, sage ich mal. Wird er das halten können? Ja, das hoffen wir doch sehr. Allerdings bequem ist gar nichts auf der Rundfahrt hier, wenn das Wetter hier, wenn Gewitter gibt, wenn es regnet, kann alles passieren. Letztes Jahr haben wir die Rundfahrt auch verloren im Regen und man muss abwarten. Ich vermute schwer, dass die Belgier heute richtig Gas geben und uns angreifen werden. Sind ja mit drei Mannschaften da und man muss abwarten. Ja. Aber eigentlich ist Ziel heute, ein geschlossenes Feld anzubringen. Der letzte deutsche Sieger war ein heute sehr bekannter Mann, Pascal Ackermann, heute Star bei Bora Hans Grohe. Ja, ja. Das ist jetzt 8 Jahre her. Hätte Marco Brenner eventuell das Zeug dazu, einmal in seine Fußstapfen zu treten? Also in die Fußstapfen Pascal garantiert nicht. Pascal ist eher der Sprinter-Typ, Marco ist der Bergfahrer-Typ. Mhm. Ich denke eher, den sehen wir eher in den Bergen und im Bergtrikot bei den großen Rennen später mal bei den Profis. Ja. Sie senden immer eine echte deutsche Auswahl, eine landesweite Auswahl, muss man sagen. Also kommen mit den stärksten Fahrern. Hat diese Rundfahrt bei Ihnen in Deutschland doch so einen hohen Stellenwert? Für uns hat es der höchste Stellenwert. Ich sage immer, das sage ich schon Jahre weg, das ist für uns die Tour de France, für die Jugend. Ja. Ich glaube, in Europa gibt es nichts Vergleichbares. Deshalb ist es für uns auch im Grunde genommen ein Sperrtermin. Ja. Wenn der Termin versuchen wir in Deutschland zu blocken, dass wir da keine Meisterschaften drauflegen, wenn es geht, damit wir hier starten können. Ja. Die Österreicher wollen heute auf diesen eher flachen 71 Kilometern auch einmal aufzeigen. Jetzt gilt es, die geplante Taktik umzusetzen. Bernhard Lowe, der Steirer, ist heuer schon zum zweiten Mal bei dieser internationalen Jugendtour mit dabei. Heute steht die zweite Etappe auf dem Programm. Was hat sich denn die Mannschaft vorgenommen? Wie lautet die Taktik für heute? Ja, also natürlich, wenn Fluchtgruppen gehen, sollten wir dort dabei sein. Und nachdem heute die sprinterfreundlichste Etappe ist, wäre es schon toll, den Tim Waffler, unseren besten Sprinter, für den Sprint vorzubereiten, dass er vielleicht noch einen Podestplatz oder vielleicht sogar Sieg einfahren kann. Es ist eine sehr stark besetzte Rundfahrt. Man hat gestern gesehen, wie stark die Deutschen, die Belgier sind. Wird es noch was werden mit einem Podestplatz? Was glaubst du? In der Gesamtwertung ehrlich gesagt nicht. Aber Tageswertungen? Heute am ersten. Von Beginn an wird auch heute ein hohes Tempo angeschlagen. Die Etappe wird mit einem erstaunlichen Schnitt von über 43 Stundenkilometern gefahren. Beim ersten Anstieg kommen 9 Fahrer vom Feld weg. Stets mit dabei die starken Belgier und Deutschen. Und auch mit Nummer 1 immer wieder der Wiener Paul Buschek vom Nationalteam. Bereits in der Anfangsphase auf teilweise noch trockener Straße ereignen sich einige Defekte und auch Stürze. Die deutsche Mannschaft ist davon betroffen. Mehr dazu aber später. Bergwertung Tierpark Herberstein. Tim Teutenberg ist vorne. Schon sein Vater Sven war ein bekannter deutscher Rennfahrer. Es beginnt stärker zu regnen. Im Raum Anger wird noch eine Runde gedreht. Die erste Zieldurchfahrt zieht einen Schweden voran. Auch der Österreicher Tim Waffler fährt immer weit vorne.
viele Zuschauer trotz des eher unfreundlichen Wetters. Nochmals 12 anspruchsvolle, kurvenreiche Kilometer. Im Finish dann noch einmal ein Sturz. Der Gesamtführende muss zu Boden, verliert viel Zeit. Im Zielsprint zeigt dann der belgische Jugendmeister Sibe de Wert seine Klasse. Aber fast ebenso stark Tim Wafler, Etappenzweiter. Wieder ein toller Erfolg für den jungen Wiener. Die Halbzeitbilanz dieser Rundfahrt schaut aus österreichischer Sicht eigentlich sehr, sehr erfreulich aus. Tim Wafler, Sieger des Prologes und heute auf der zweiten Etappe ein zweiter Tagesrang hier in Anger. Was sagen Sie denn dazu? Nein, es ist wieder eigentlich wie ein Prolog. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Es ist wieder mega lässig. Heute haben wir wirklich den ganzen Tag, mir ist super gegangen, den ganzen Tag geschaut, dass mich irgendwie nach vorne platzieren können, die alten Österreicher. Und vor allem im Finish dann der Lukas Zauchner und der Bernhard Dube haben mich da super unterstützt. Und dann habe ich einen super Sprint angerissen, bin ein bisschen zu früh weggefahren, aber der belgische Meister hat mich dann, glaube ich, geschlagen. Das ist keine Schande und trotzdem sehr, sehr erfreulich. Es war ja teilweise sehr, sehr turbulent, es hat viele Stürze, Defekte gegeben. Dazu natürlich auch die nasse Straße auf diesem winkeligen Zieleinlauf. Da hat man, glaube ich, wirklich alles geben müssen. Ja, das absolut. Und ich bin technisch, glaube ich, sehr, sehr gut im Rad. Das ist mir heute sehr, sehr gut zugute gekommen. Ich habe schon am Start gewusst, dass wenn es heute regnet, ist das sicher nochmal mehr meine Etappe. Und die Zielkurve habe ich voll durchriskiert, habe dort nochmal einige Positionen gut machen können. Und also, glaube ich, da hat sicher die Technik auf dem Rad mir heute sehr, sehr geholfen. Aktivster Österreicher heute auf dieser zweiten Etappe, Paul Buschek, war mit mehreren Spitzengruppen immer vorne mit dabei. Lohn der Arbeit, der zweite Platz vom Teamkollegen Tim Wafler. Ja, natürlich. Also es ist echt ein Wahnsinn, dass der Tim Zweiter geworden ist. Es war ein bisschen blöd, dass ich ihm nicht helfen konnte, aber eben trotzdem super Platz von ihm. Was sagst du zur Rundfahrt bisher allgemein? Ja, also die ersten zwei Etappen waren anspruchsvoll, aber noch okay zum drüberkommen über die Berge. Halt morgen und übermorgen wird es halt echt richtig, da muss man schon richtig gut am Berg sein und ja, mal schauen. Ausgerechnet in der engeren Heimat von Bundestrainer Richard Kachelmeier hier in Anger wird einer seiner Schützlinge Zweiter auf der Etappe. Das war, habe ich mir sagen lassen, eigentlich fast eine geplante Geschichte. Das heißt, die Österreicher sind wirklich in der Lage, solche Etappenplatzierungen geplant umzusetzen? Ja, ich hatte natürlich ein bisschen Glück dazu, aber im Großen und Ganzen war es schon so Plan, dass wir heute auf Stockerl wollen und wir haben da einen richtigen Mann gehabt und die richtige Mannschaft dafür. Ein Prologsieg, ein zweiter Tagesrang, eigentlich ist das Plan soll jetzt zur Halbzeit der Rundfahrt schon mehr als zur Hälfte erfüllt, kommt mir vor. Naja, wir hätten schon gerne in einem der ersten 10 gesagt. Mal schauen, ob das geht. Die nächsten beiden Etappen sprechen da eine ganz andere Sprache. Es wird sehr, sehr, ich sag's vorsichtig, hügelig. Nicht? Ja, es wird schwer. Die Bergfahrer sind gefragt und wir haben sicher noch zwei oder drei Leute, die da wirklich mitsprechen können, hoffentlich. Marco Brenner für Sie schon feststehend als Toursieger? Feststehend, ich glaube nicht. Die Belgier werden alles tun, dass sie rausfahren. Aber er ist natürlich sehr, sehr stark. Mit einem sprichwörtlichen blauen Auge kommt Marco Brenner davon. Er rettet nach seinem Sturz mit letzter Kraft einige Sekunden seines Vorsprunges ins Ziel. Brenner hat heute das grüne Trikot des Gesamtführenden verteidigen können, aber es war, glaube ich, viel Zittern, viel Herzklopfen dabei. Es ist sehr, sehr viel passiert in der deutschen Nationalmannschaft. Du selbst bist auch im Finish gestürzt. Wie war es denn heute? Also heute war von Anfang an schon ein sehr hektisches Rennen, auch aufgrund vom Regen. Belgier haben immer wieder Leute vorne rausgeschickt, hatten auch 4 Leute oder 5 vorne vertreten, die alle noch mitfahren konnten um die Gesamtwertung. Wir haben auch immer wieder reagiert und am Ende wurde es dann halt auch richtig hart. Dann kam noch unglücklicherweise noch ein Sturz dazu und dann haben sich meine Teamkollegen glücklicherweise noch zurückfallen lassen, haben mir dann noch geholfen, dass ich es noch dezimieren kann, den Rückstand. Bin dann noch in die zweite Gruppe gekommen und habe dann zum Glück noch die Gesamtführung verteidigt. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich denke, dass ich noch eine halbe Minute, dreiviertel Minute Vorsprung haben müsste. Morgen geht's in die Berge, liegt dir das? Also morgen ist schon eher so meine Strecke. Morgen müssen wir schon schauen, dass wir es wieder verteidigen. Hoffentlich auch ohne Sturz. Im Gesamtklassement bleibt der Tiroler Lukas Gries als 23. der beste Österreicher. Die nächste Etappe sollte die schwerste dieser Rundfahrt sein, mit den meisten Kilometern und den längsten Anstiegen. Das 75 Kilometer Teilstück von Miesenbach nach Vorau weist 4 Bergwertungen und fast 1500 Höhenmeter auf. Die Strecke führt durchs Jogelland bis ins Wechselgebiet nahe an die niederösterreichische Landesgrenze.